Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, das ist jetzt, ihr hört, ich bin krank und ich, ja, bin jetzt nicht mehr so aktiv, weil ich einfach krank bin und ich einfach keine Lust habe. Irgendwie. Und jetzt habe ich mich einfach mal gezwungen und nehme jetzt, ja, mehr auf. Also ich will heute drei Videos, also drei Battles aufnehmen und ja, die dann halt hochladen. Wie klar. So. Und als erstes sehen wir den Kampf gegen den lieben Smash. Ich habe ein Walschall Mizunda, ein Joyce Band Chabelle, ein Überreste Mimigma, ein Joyce Bags Magiana, ein Mega Simsala und ein Leben Orb Parasect. Im gegnerischen Team sehen wir ein Kommandutan, ein Magiana, ein Koalelu, ein Meteno. Meteno, ein Maruder und ein Alola Slimog. Und ich denke mal, wir schauen einfach mal rein. So. Ich schicke hier Mizunda rein. Er schickt, Kommandutan rein. So, ich setze die Kehrtwende ein, wechsel raus und gehe zu Buddha, meinem Simsala. Er geht auf den Pizarro-Raum. Und das bringt mir natürlich nichts, weil ich schnell as fuck bin und muss natürlich dann wieder rauswechseln. Er kriegt die Überreste und er wechselt raus in Slimog. Und ich mega entwickle mich, okay. Ich bin. Der Kampf, ich muss dazu sagen, der Kampf ist eine Woche schon her oder so. Und ja. Also ich mega mich. Und ja, kriege die Fährte und nehme den Giftgriff. Und gehe auf den Zauberschein und macht recht guten Damage. Und jetzt gehe ich raus und gehe in mein Magiana, weil ich die Giftattacke gedacht habe. Aber er geht auf den Abschlag und schlägt mir meinen Joyce Bags ab. Und er kriegt jetzt die ganze Zeit Überreste in die Giftschein Recovery. Und ich gehe, er geht raus. Und zwar in sein Steuerboard, aka Maruder. Und ich gehe auf die Lichtkanone. Und auch ohne den Joyce Bags macht das, ja, doch schon relativ guten Damage. Ich ging in dem Moment davon aus, dass es Offensivweste ist. Er geht auf den Ankerschuss. Und es macht, ja, doch schon ein bisschen Damage. Ich kann nicht mehr fliehen. Gehe auf die Lichtkanone. Mache ihm mehr als die Hälfte Schaden. Und die vertreten Damage sind wieder normal. Heißt, ich kann noch eine Lichtkanone raushauen. Und fast Maruder killen. Und der zweite, der Lichtkanone, war eine Minroll des Todes. Und somit reicht nicht. Und reicht der Ankerschuss aus? Ja. Und Magiana ist down. Jetzt gehe ich in meinen Samantha AMK. Und ja, ich gehe auf die Kehrtwende, kann damit Maruder rausnehmen. Und ja. Kriege den Bestienboost. Aber ich wollte halt einfach wieder raus, falls er rauswechselt, um das Momentum zu kriegen. Aber ich wechsle meinen Pikachu-Fan. Necke den Sweet Bunny. Seinem Magiana. Ich auf den Sword Dance. Und er geht auf die Lichtkanone und bricht meinen Kostümschwug. Und ja. Jetzt war die Frage für mich. Gehe ich auf den Schattenschuss oder auf die Dunkelklaue? Und ich bin in dem Moment auf die Dunkelklaue gegangen, um einfach auf den Crit zu hoffen. Und ja, ohne den Crit machte schon 50%. Er geht auf die Lichtkanone und es killt mich. Es ist ein Magiana. Und ja. Kriegt den Seelenherz und kriegt plus 1. Und da ist es scheiße. Ich gehe im Buddha
Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass das hier offensiv West ist, denn er hat mir es mal gesagt, liebe Smash. Und gehe auf den Fokusstoß und ich hoffte, er nimmt ihn raus, aber nein. So sieht man, dass er Joyce-Dings ist. Jetzt geht er auf den Kanonen-Bukui und er schießt einfach meinen Buddha in die letzten 80 Dimensionen, die es einfach gibt. Somit ist Buddha einfach down. Er kriegt Seelenherz und ist wieder auf normalem Damage. Ich gehe meinen Samantha AMK und was jetzt kommt, ist einfach das geilste ever gewesen. Meine ich, dass es jetzt schon kommt? Ja. Ich treffe den Turmkick, nehme damit seinen Sweet Bunny raus. Kriege den Bestienboost, aber ich outspeede sowieso fast alles. Er geht in seinen Kommandutan. Und ich dachte mir schon, ja, dann opfere ich jetzt einfach meinen Samantha AMK und gehe nochmal auf den Turmkick. Und jetzt kommt das. Es reicht einfach aus. Und jetzt kommt Slimog wieder. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, der Turmkick wird niemals ausreichen. Gehst aber trotzdem auf den Turmkick. Und ja, reicht der? Er reicht aus. Heißt, ich habe jetzt einfach einen Sweep mit diesem Viech gehabt. Jetzt geht er in Comet, einem Meteno, und Meteno ist echt strong, muss ich euch gestehen. Ja, er kriegt den Dings und ich gehe wieder auf den Turmkick und trifft er? Er trifft. Und killt er? Ja. Und ihr seht einfach, wie strong Samantha AMK ist. A.K.A. Schabelle. Jetzt geht er in den Klartraum. Und ich wollte es nicht so lame machen. Gehe raus in mein auf Drogen, um es zu opfern. Er geht auf die Rückkehr und ich tanke ein Joyce Band. Ein Joyce Band Rückkehr. Von einem, ja, Koalilu, weil ich physisch definitiv bin. Jetzt gehe ich in mein Mizunda. Und jetzt kommt der größte Fail. Ich hab nämlich einen Missklick gemacht. Und ich gehe auf die Kehrtwende. Und jetzt muss ich in meine, Wing Condition reingehen. Und jetzt kommt die Rückkehr. Und sie killt mich natürlich, denn die Def ist einfach unterirdisch bei dem Viech. Und jetzt habe ich nur noch ein Pokémon. Und jetzt ist die Frage, ob ein Flammenblitz ausreicht. Und ja, reicht es aus? Ich meine, es ist ein Mizunder, ja. Aber trotzdem, es reicht aus. Okay, somit habe ich den nächsten Kampf gewonnen. Und ich bin sehr überrascht, der Mizunder ist eigentlich ein Pokémon, ne? Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ciao.